So, willkommen in Part Nummer 13 unseres Half-Life 2 Let's Plays. Letztes Mal war es doch etwas hektisch auf dem Dach und ich habe einiges an Toten gesammelt. Ich hoffe, heute geht es besser voran. Wir haben letzte Folge die Generatoren deaktiviert und sind nun auf unserem Weg in den das Suppression Device, welches Leute unterdrückt. Das Unterdrückungsdevice, welches Leute unterdrückt. Zu deaktivieren. Interessanterweise geht es gerade wieder runter statt hoch. Ich dachte, wir müssten irgendwie aufs Dach oder so, aber. Ach, das habe ich schon aus. Ich dachte, das wäre jetzt. Macht Sinn. Coming across the plaza. If you can make it there, you should have everything you need to take down these Striders. Oh ja, Strider killen. Hat von oben nicht so gut geklappt, aber ich glaube, wir müssen die Raketen auch von unten gegenschießen. Oben haben die eine Rüstung, ne? Aber gut, das werden wir noch in Erfahrung bringen. Kein Medkit, ich will Raketenmunition. Boah, was war das? Über la Resistance. Juhu, ein wenig Leben. Okay. Aua! So viel zum Thema Juhu, ein bisschen Leben. Oh, da haben wir wieder voll. Ja, aber Max. Ah, hä? Ach nee, da habe ich drei von. Ich habe gerade gedacht, ich hätte Raketen. Ich brauche Raketen hier, Leute. Da irgendwo ein Raketenstash liegen. Also hier geht's scheinbar auch was kriegen. Oh. Ja, ich bin halt schade. Hallo. Also nochmal. Kann ich nicht das unten. Ah, ich hab nach wie vor keine Raketen. Da welche drin? Nein, doch. Sehr gut. Also, wir haben jetzt Raketen. Müssen wir wahrscheinlich irgendwie drunter oder so. Aua. Ja, das war dämlich von mir. Hä? Ich war schon wieder am Leben und hab. Ah. Das zähle ich aber nicht mit. Jetzt haben wir keine Raketen mehr, sondern vor allen Dingen tot. WTF? Du neue Raketen, neues Glück. Das sind lustige, gequälte Geräusche, die machen, wenn die getroffen werden.
Boah, das war auch eine ziemlich schwere Geburt, hä? Oh, oh. Ach. Da hinten steht der Arsch. Nein, bleib doch stehen. Das ist mehr Arsch. Na, toll. Irgendwie stelle ich mich gerade, glaube ich, verdammt dämlich an. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich immer so dermaßen Probleme hatte. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Wenn man wenigstens den Laser ausschalten könnte, dass die Raketen geradeaus weiterfliegen, wenn man gerade in Deckung geht oder sowas. Irgendwie bin ich nicht in der Lage, diesen Steuerlaser zu deaktivieren. Das wäre auch zu einfach, wa? So. Ah, da hinten. Überall stehen so die Gegner. Na komm, zeigt euch. Ich weiß doch, dass ihr da seid. Fuck, 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 fuck. Muss das Ding mich über die komplette Map abballern? Da komme ich so schnell nicht hoch. So. Wahrscheinlich hätte ich mich hier da hinten durchs Gebäude zurückschlagen sollen, ne? Versuchst es einfach mit einem Hit and Run. Oh, hier gibt es ja nochmal Leben. Haben wir diesmal aber voll. Mal auf irgendwas anderes schießen, irgendwas. Oh, jetzt duckt er sich auch noch. Okay. Oh, bitte. Nein, ich sage nicht, dass das Spiel unfair ist. Ich sage bloß, dass ich gerade wahrscheinlich zu dämlich bin, irgendeinen Teil zu sehen. Irgendwie in Ruhe in Deckung zu gehen. Irgendwas mache ich verkehrt. Ja, wir wollten hier den Hit and Run anders verfolgen. Der passt jetzt auch eher so mäßig. Bis gar nicht. Also die beiden müssen wir wahrscheinlich erst noch töten. Gut. Dann probier's halt nochmal. Ich bin fähig.
guckst du woanders hin. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. So. Das war schon gut. Jetzt schaffen wir es vielleicht ja auch rüber. Einfach mal. Aber hey, wo ist das Viech hin? Haben. Ich speichere nochmal. Jetzt werde ich hier erst das Exzessiv aus dem Speichern angehen. So, sehr gut. Munition sammeln. Und dann geht's weiter. Na, ich kann mich noch irgendwie wieder voll heilen. Oh, naja, voll ist was anderes, aber gut. 5 HP haben oder nicht haben, ne? So. Ich habe noch 3 Pfeile, die werde ich zunächst mal verballern. Oh. Naja, ein oder zweimal erwischt. Ist doch schon mal was. Jetzt können wir auch relativ easy rüberlaufen. Sonst nichts mehr drin. Wo auch immer die Herrschaften hergekommen sein mögen. So. Meine Güte, das war auch eine schwere Geburt, hä? Eine verdammt schwere, die erste bis dann, würde ich sagen. Mein Gott. Da habe ich jetzt ordentlich Tote gesammelt. Das war sportlich. Und oben auf dem Dach auch. Das war nicht so geil. Oh. Was ist denn das hier für ein Kabel? Achso, nix. Na gut. Ja, dass du nicht zielen kannst, haben wir jetzt verstanden. Oh, ich auch nicht. Aber so genau muss ich auch nicht zielen. So, da kamen wir jetzt her. Dann geht's hier wohl weiter. Das klingt aber gesund. WTF! Haben einen Strider in den Tunnel hinter mich gesetzt. Das ist immer assi. Das ist ein Assi-Zug. Hallo! Das ist ein Assi-Zug. Aber, ja. Das ist auch Assi, aber das ist, das gehört dazu. So. Gut. Boah, ich sehe nichts. Dem Klo. Dann geht's hier vermutlich wieder rund. Nee. Von da kommen wir, ne? War das hier drin nur so ein... Ah, nee, hier geht's lang scheinbar.
Ja, jetzt geht es wieder nach oben. Dann wieder nach unten, dann wieder nach oben. Und das Ding, aua, trifft mich jetzt noch. Da lang. Aber warum kann man hier hinklettern? Meistens gibt es dann doch noch was. Also, oh, geht's doch hier. Wo geht's denn jetzt weiter? Hier oder da hinten? Dann gehen wir mal hier rein. Ah, Lambda Cache. Wo geht's da hin? Wollen wir da hin? Mal gucken. Zumindest gibt es ein Ladescreen, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Freeman, it's a mess out there. This close to the Citadel, they've turned the streets over to Striders. I think we can push them back if we can just get to high ground. We're almost to the Citadel wall, Doc. I don't know how the hell we're gonna breach it, but if you've made it this far, I'm sure you'll think of something. We have to get to the horse! Ich hab den vielleicht ein bisschen auf uns aufmerksam gemacht. Das verzeiht mir sicherlich. Meine ganzen Teammates geopfert und Dreck. Aber trotzdem finden die mich alle geil. Irgendwas läuft hier doch. Oh, Mann. Lol. Wenn ich euch eine Granate ins Gesicht schieße, könnt ihr bitte sterben? Nein! Ich hätte gerade noch so schön Leben gesammelt. Wie viel Geld haltet ihr denn aus? Das ist doch... unmenschlich. Okay, hier geht's sonst nicht weiter. Oh. Och, Mann, ey. So, Strider, geh bitte weg. Ich möchte hier raus. Nein, du sollst nicht reingucken, du sollst weggehen. So. Ja, er schießt sogar auf mich. Oh, da vorne ist wieder... So, wir gehen jetzt Stück für Stück vor.
den Part wieder speichern. Da ist jemand drin. Okay, das Stück für Stück wurde doch auch etwas. Speichern. Liegt da noch was? Nein, sieht nicht so aus. Geh weg, Strider. Genau sollte man da jetzt mit umgehen, so ohne Granaten und Krams. Was piept denn jetzt hier so? Hm? Oh. Freut mich. Am besten stellt ihr euch nicht in die Granaten. Mache ich gerade noch Munition und da ist das Leben, okay. Ja, komm, wo bist du? Magst du dich mal? Blockt ja auch noch meine Schüsse und stirbt nicht mal dran. Oh, Aimpan. Wieder volles Leben und volles Gedöns. Sind Granaten auch gerade überall im Weg fliegen, außer gegen die Gegner. Nicht so sinnvoll, das ist ein
Also so viel wie hier am Leben und so ein Krams liegt, ist das alles wohl richtig, aber also das scheint so gewollt zu sein, dass das hier gerade so schwierig ist und ich stelle mich nicht zu blöd an, offensichtlich, denn, aber so ganz intelligent verhalte ich mich gerade auch irgendwie nicht. Ich wollte gerade nach unten, um mir wieder Leben zu holen. So. Ah, komm. Und hier nochmal voll. Plus. So, dann geht's wieder ans Strider jagen. Ob ich den von unten besser krieg. Aber nur wenn ich ihn sehen kann. Ihr kümmert euch um das Fußvolk, ich um die Strider. Das wäre doch ein Plan, ne? Ah, komm. An eurer Seite zu sterben. Immer und immer und immer wieder. Vielleicht rennt ihr nicht selber in den Spider so dämlich wie ich. Das könnte eure Überlebenschance erhöhen. Ah, wir haben einen. Das wird mit einem Safe gefeiert hier. Neue Munition für den Raketenwerfer, gleich noch mit den anderen. Aber wo ist der andere? Ja, steh mir nicht im B. Ich hab genug Probleme. So. Oh, das war dämlich. Oh, wir haben wieder. Ach nee, da geht's hoch. Dr. Freeman, I'll come with you. Sagst du denn? Das müsste aber gut getroffen haben eigentlich. Ja, ich spreche auch nochmal. Dr. Freeman, I'm coming with you. Oh, komm Leute. Das Head for the Horse, das ist das Horse.
Das war anstrengend. Und ich bin auch ziemlich genervt gewesen zwischenzeitlich. Ich hoffe, das war sich trotzdem noch angenehm anzugucken, aber... Meine Fresse, was kam? So. Ja, eigentlich sollte es ja auch so sein, dass die Kämpfe nicht ganz so leicht sind. Und eigentlich finde ich das ja gut, aber... Also im Vergleich zum bisherigen Gameplay hat mich das gerade mit den Stridern ziemlich kalt erwischt. Da ist es raus. Wo komme ich denn da lang am besten? Ach, guck mal, hier können wir ein bisschen balancieren. Gut, dass ich nicht dämlich bin. So. Und wieder hoch. So. Gut. Aber mit Springen bin ich auf jeden Fall weitergekommen als mit Laufen. So, speichern. Selbst das Ding habe ich verfehlt. Ja, komm ruhig mit. Was? Oh, Dog! Yay! Oh, das war nicht. Ups. Dog came crashing through the plaza, knocking over walls, and I think he's looking for Alex. He seems to have it set in his head that she's in the Citadel. I figured Alex wouldn't want him getting any deeper in trouble, but hell, you try stopping him. Nö. Warum? Doc kann gut auf sich selbst aufpassen, hä? Hey, Dog! Not there! You can't get through that way! Warum nicht? Well, I'll be damned. I think he wants you to go through, Gordon. Ja, dann müsste er die unsichtbare Wand eben entfernen, dann könnte ich auch durch. Tell him I said was? I said no? Na gut, jetzt haben wir hoffentlich den Part mit dem meisten Sterben hinter uns. Okay. Wie ich mir das hier gerade so angucke. Das ist interessant, wie ich mich an den Teil hier komplett anders erinnere, als er sich jetzt nochmal spielt. Aber gut. Zitadelle rein, war. Wo geht's denn weiter? Oh, da geht's hoch. Boah. So. Also hier drin werden sicherlich keine Lambda-Caches mehr sein. Ich meine, wie sollen die hier reingekommen sein, ne? Das hieß aber, dass wir knapp ein Drittel der Caches übersehen haben. Wenn das jetzt, obwohl, ne, es gibt, glaube ich, noch freie Passagen, oder? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Oh, okay. Das war's. Tüptüdü. Na gut. Ein leicht verzögerter Tod. Oh. Ups, ist er? Die Dinger nochmal desinfiziert von Leuten, die raus sind. Oh, da möchte ich nicht durch. Ich gehe davon aus, dass wir hier einsteigen müssen.
Gehen wir in die andere Richtung. So gebrutzelt werden, da stehe ich nicht so drauf. Ins Licht mit uns. Aber ein Ladescreen, das ist ja immer ein gutes Zeichen. Ein gigantisches Erdungskabel. Ich glaube ja, das ist ein Texturfehler. Die anderen sind nämlich alle transparent. Obwohl, ja, die sind auch irgendwie ein bisschen farblich komisch. Ein Beleuchtungsfehler vielleicht. Wieder irgendwelche humanoiden Sklaven auf die Körperfunktion eingeschränkt, bis die Combines nützlich sind, wa? Alles Unnötige entfernt. Können aber keine anstrengenden Arbeiten sein, solche Knochenbürste, wie das sind. Ja, für anstrengende Arbeiten haben sie wahrscheinlich diese lustigen. Dieses Gebäudekonzept. Sehr organisch aus, die ganzen Gegnertypen. Auch die Strider. Ups, worauf bereiten die sich denn vor? Die wissen was, was ich nicht weiß. Kampfschiffe, Kampfschiffe, Kampfschiffe. Die Kapseln, die aber irgendwie ziemlich ineffektiv gelagert sind. Züge voller dieser Kapseln, in denen Leute aufbewahrt werden. Erinnert aber ein bisschen an die Transportzüge aus iRobot. Die ganzen Roboter auch so Stück für Stück da drin transportiert wurden. Oh, da sind wir aber gerade eben durch den Stein gefahren, oder? Ja. Oh. Ah, ich wurde aufgefangen. Von einem Energiefeld. Ich kann mich kaum bewegen. Nein, meine Klamotten. Tja, meine neue Gravity Gun. Ja. Was ich auch gelesen habe, was ganz interessant ist, ist, dass dieser Pheromonball, den man für die Endwelt von den Endlerns hat, dass der hier auch entfernt wird, obwohl der im eigentlichen Sinne organisch ist. So, this is Dr. Freeman. At last. I wish I could say this was a pleasant surprise, but it's neither a surprise nor, as you will surely agree, very pleasant. Well, I am nothing if not pragmatic. Okay. So, unser Anzug lädt jetzt bis 200 auf und wir haben eine neue Gravity Gun, mit dem wir gemütlich die Leute killen können. Aber die Waffen, sobald ich die Leute töte, die Waffen von denen sind direkt, die werden direkt vaporisiert.
kann ich nicht aufsammeln. So, und jetzt gibt es noch ein Achievement, die Leute die durch irgendwelche Felder zu töten. Mal gucken, sobald wir die Felder sehen, werden wir das versuchen. Oh, bislang bin ich doch mit der neuen. Freeman, under other circumstances, I like to think. Ups. Ich wollte ihn eigentlich reden lassen, aber wir können auch natürlich auch die Einrichtung etwas demolieren. Ich wollte sagen, bislang bin ich mit der neuen Gravity Gun doch sehr zufrieden. Achievement ja nochmal durchlesen. Disintegrate. Achso, ich muss hier bloß hinterher da reinwerfen, oder? Das möchte ich eben aus. Ach, hier komme ich mehr zurück. Ja, wir müssen die bloß. Wir müssen die nicht damit töten, wir müssen die bloß auflösen. Das ist ja jetzt gleich immer. Müssen wir jetzt den fünften kriegen, wa? Oh ja. Ja, easy. Du sollst bitte da reinfliegen, genau. So ist gut. Da ist ein Feld vor. Ja, da kommen wir nicht durch. Wo müssen wir denn jetzt hin? Geht's hier weiter? Ja. Oh, Knöpkes. Oh, HP lädt sich auch mit auf. Das ist ja praktisch. Ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Wie lange geht es? So, wahrscheinlich muss es noch. Ah. Ah. Wir mussten die Tür erstmal öffnen. Es war schön, wie schnell das die HP und der Anzug sich aufladen. Sehr praktisch. Du
Your mentors are partly to blame, of course. My disappointment in Eli Vance and Isaac Kleiner is far greater than my sorrow over your unfortunate choice of career path. In a way, I suppose you could not have done otherwise. Who knows what seeds of iconoclasm they planted when you were young and gone. But while they certainly share a great part of the responsibility for the recent troubles, it is you alone who have chosen to act in such willful disregard for humanity's future. Ah, fuck. Es sind noch Manhacks unterwegs. Das heißt, das Manhack-Geschichte hätten wir sogar hier machen können wahrscheinlich. Ja? Sehr schön. Oh, man, zwischenspeichern. Dumm. Immer ein Zweierpärchen. Vielleicht sollte ich versuchen, aber den vorderen immer gegen den hinteren zu kicken. I have laid the foundation for humanity's survival. And not as we narrowly defined ourselves, but as something greater than we could ever imagine.
Something we can now only begin to glimpse. Ja. So. Ich sehe gerade aber schon, dass wir über unsere Zeit hinaus sind. Demnach werde ich diesen Kampf morgen führen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir haben schon 10 Minuten überzogen. Bis morgen. Tschüss.